Hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und mein Name ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Ja, wir haben offscreen ein paar Bohnen gesammelt. Und zwar, ich zeige euch das jetzt mal eben. Ihr könnt diese Grillbohnen in Minispielen bekommen. Ja. Komm, ich habe davon jetzt mal ein paar gesammelt. Das hat, glaube ich, so 10 Minuten gekostet. Aber das war es auf jeden Fall wert. Denn wir werden jetzt ein paar Säfte mischen. Oh. Ich glaube, uns müsste am Ende nur noch einer fehlen. Ja, das war der Lachbohnensaft. Okay, was wollen wir trinken? Wir wollen einen Grillsaft. Grillbohnensaft trinken. Na hier, guck, ist gelb. Trägt sich ja leicht wieder ein. Ja. Wie so viele Dinger herstellen. Ja. Du erhältst Grillbohnensaft. Oh, sieh dunkel. Ist das etwa wieder ein Geist? Oh! Oh mein Gott. Das ist ein gelber Color. Und diesmal scheine ich in dieser Form. Es wäre doch langweilig, wenn ich schon wieder persönlich käme. Und über den Mond zu reden, ist so schön modern. Herr Professor, wollen wir diesmal etwa nicht den neuen Saft probieren? Doch, doch, natürlich. Ich habe einen Vertreter zu euch geschickt. Er müsste gleich bei euch ankommen. Mein Vertreter? Er ist ein harmloser, freundlicher Geist. Und gibt diesen Saft ganz einfach den Saft. Kaspar. Alter, der soll... Jetzt erwacht er wieder zu leben. Oh, der Saft war wohl zu gut. Der Geist hat sich aufgelöst. Lol. Käse. Nimm das zum Dank. Es ist einer meiner kleinen Erfindungen. Vielleicht wird es euch ja nützlich sein. Du erhältst das Triumphos. Ich frage mich, woran das eine Anlehnung ist. Ich frage mich auch, was für eine Anspielung das hat. Und warum habe ich die Hand in der Luft? Gut, demnächst komme ich wieder selbst. Außerdem, das war auch so ein kleines Easter Egg aus Luigi's Mansion. Willst du deine Teilnahme und so machen? Ja, okay. Yeah. Virgin Beanie als nächstes. Ja. So. Und der ist... Ja, was ist das für eine Plörre hier? Kaffee. Ein Virgin Beanie. Kaffee. Du erhältst eine Virgin Beanie. Eine jungfräuliche Bohne. Ich dachte, du wolltest persönlich vorbeikommen. Und wieder erscheine ich auf dem Monitor. Der Professor, wollten Sie diesmal nicht persönlich vorbeikommen? Versprechen sind dafür da, dass man sie bricht. Außerdem lässt meine Forschung mir keine Zeit. Und deshalb kommt wieder ein Vertreter? Das ist nicht mehr nötig. Hört und staunt, dieser Gameboy Horror hat eine Warp-Funktion. Also, stell den neuen Saft einfach vor den Monitor. Krass. Hoho, Warp erfolgreich. Ich mach da wieder unseren Saft weg, ey. Oh, und dann wieder ein exquisiter Genuss. Oh. Nun, das zum Dank. Das ist einer meiner kleinen Erfindungen. Vielleicht wird sie euch ja nützlich sein. Du erhältst den Kraftgriff. Der Power Glow. Boah, nächstes Mal komme ich aber bestimmt wieder persönlich vorbei. Ne? Hi. Boah, diesen Nintendo Power Glow, ey. Das ist irgendwie unspielbar, so wie ich das bekommen habe. Es ist halt so ein Handschuh, den du dir anziehst und dann leuchtet der im Dunkeln. Ich hab mir das tatsächlich mal durchgelesen. Ist da nicht auch irgendwie ein Controller dran oder so? Ich hab keine Ahnung. Ja, da brauchen wir noch. Ja. Das können wir uns noch machen. Und dann müssen wir noch ein paar Lachbohnen finden auf unserer Reise. Ja. Aber ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Bitte schön, ein Marmex Sunrise. Du erhältst einen Marmex Sunrise. Und schon wieder kommt der Schlauen. Nee, also. Siehst du, und da bin ich wieder. Ist eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Ja, so 2 Minuten. Ja. Oh, der Chef persönlich. Aber ist er schon nicht ein wenig schwach geworden? Sieht nicht gut. Nein, ich teste gerade meine neueste Erfindung. Einen Mantel, der seinen Träger zum Geist macht. Mit diesem Mantel kann jeder immer und überall sofort zum Geist werden. Und jetzt sind sie auch zum Geist geworden, Chef. Aber selbst als Geist sollte ich den neuen Saft probieren können. Mein Gott, der schnurrt bei uns einfach nur. Dieser Geschmack ist ziemlich dunkel und vage. Diesen Saft werden vor allem Geister lieben gern trinken.
Nimm das und dein, das ist ja nochmal eine kleine Empfehlung. Vielleicht wird sie euch ja nützlich sein. Du erhältst den Kobaltschlips. Geil. Nice. Wird erstmal eingesaugt. Oh, weg, ja. Jetzt kann er nicht mal schnorren. Ich muss mal gucken, wie viele Bohnen. Also gut, wir brauchen noch 13 Lachbohnen. Das dürften wir hinkriegen. 25 brauchen wir? Ja. Hey. Okay, machen wir weiter. Wir verteilen mal die Säfte. Ah. Guck erstmal, was wir hier alles bekommen haben, ne? Ja, Gröllbohnen, Gröllbohnensaft, Virgin Beanie und Marmic Sunrise. Oh. Was, alles? Nee, ein zufälliger Wert. Okay. Bart plus 4. Okay, wir haben beide dieselbe Menge Bart. Ja. Ich gebe dir den Gröllbohnensaft. Weil ich schon sonst irgendwie weniger Stats habe, oder? Ich gebe ihn dir. Aber ich nehme dafür den Angriff. Ja. Und ich will den Marmic Sunrise. Mach was. Genau, Bart. Geschwindigkeit. Okay, damit kann ich. Damit kann ich leben. Damit kannst du leben. Oh, und jetzt die Sachen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt alle Säfte verteilt. Den Schlips. Achso, ja, genau. Ah, ja, genau, die Ausrüstung. Habe ich ganz vergessen. Wir haben noch was bekommen, genau. Genau, Bartpunkte verdoppeln sich. Willst du das haben? Alter, was? Willst du das haben? Willst du Bartpunkte verdoppelt? Was habe ich denn jetzt? Schwebesprung. Du hast einen Schwebesprung, ja. Ja, okay, nach dem gehabt, ja. Ja, gut. Nie mehr Fehler bei Hammerverteidigung. Und Triumphforst. Oh, jeder Schaden verdoppelt sich. Aber wirklich jeder. Ja. Ja, das heißt, das gilt aber auch für Gegner. Oh, okay. Nie mehr Fehler bei der Hammerverteidigung. Nee, brauch ich. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich bleib bei der Doppelbörse, sodass ich immer wieder die doppelte Anzahl von Münzen bekomme. Ich glaube, wir haben alles. Ja. Na gut, okay, dann holen wir uns noch die letzte Röhre, die uns jetzt noch fehlt. Ja. Denn der gute Danilo P. hat Gott sei Dank eben nachgesehen, wo wir hin müssen. Das ist einfach nur hier unten. Ja. Oh mein Gott. Alter. Schadstein versorgen zu Hause. Ah, genau, hier, da. Da ist er. So, wir haben schon mal alle Röhren hier. 6, 7, 8. Ja. Können wir jetzt weitermachen eigentlich, ne? Ja. Mit Weltretten und all so und so unwichtiges Zeugs. Ja, genau. Vor allen Dingen unwichtiges Zeugs, genau. Da war ja was. Wir müssen ja Welt retten. Das habe ich ja schon fast vergessen. Ja. Schrenn ihn um! Renn ihn um! Boah, ich schiele volle Möhre. Ich bin so am Schielen. Ah ja, und hier ist ein ungewöhnliches Parkgebiet. Hier ist auch genau das gleiche, Mann. Ach, sieh an. Fischis! Da ist er! Letzte Hähnchen. Meins! Damit. Hey. Was ist los, ihr Unwürdigen? Ihr wagt es den Großmeister so einfach anzuquatschen? Ihr wollt euch jedoch nur einschweichen und seid in Wirklichkeit aufs Geld aus. Der Großmeister ist sehr beschäftigt. Um gleich zu reden, ob er der Wirklichkeit zeigt. Also zack, zack, verschwindet. Was, die Sternmone in 4 Teile zersplittert? Der Großmeister hört gar nicht hin, ihr müsst das gar nicht hören. Wein reden sowieso nur irgendwie irgendwelches Zeug, um sich Geld zu erschwindeln. Wie Ei. Wie Yoshi Island. Ja, Yoshi Island. Du, sei jetzt still. Das war wohl nicht so gut. Was? Was ist mit meinem Gesicht? Wie? Ich sehe der Witzwein-Legende in Vino Veritas ähnlich. Ja. Hihi, wisst ihr? Ich bin der kleine Bruder von In Vino Veritas. Mein Name ist Venvidi. Ich bin der Bruder von In Vino. Mit meinem Vermögen habe ich dieses Theater gebaut.
Und Präsident des Yoshi-Fanclubs bin ich auch noch nebenbei. Naja. Dieses Theater ist ein Kino, das der Großvater speziell für Yoshis gebaut hat. Also, was war noch das Thema? Hähnchen. Aha, ihr braucht also unbedingt die Verzierung unserer Schautafel. gut, na gut. Ich hätte das Teil erworben und dachte, es ist eine gute Dekoration, aber ihr könnt es ruhig haben. Geil. Das geht nicht, Großmeister Ehrenwerter. Wie Yoshi Island. Halt's Maul. Ah, der Schmerz. Ah. Allerdings gibt es eine gewisse Tauschbedingung. Nein. Dieses Schild ist sozusagen das Aushängeschild meines Theaters. Bringt mir also etwas mit, dem ich dieses Schild verzieren kann. Hä? Etwas? Sollten das etwa Neoneier sein? Genau, im Austausch für die 7 strahlenden Neo-Eiern solltet ihr dieses Fragment erhalten. Haben, das ist unmöglich. 2 abgerissene Penner wie die schaffen das doch niemals. Ey, Alter! Was für ein Arschloch, der hat uns gerade beleidigt! Penner! Nein! Doch! Nein, bitte nicht! Doch! Bitte Bumm. Nicht! Ah, oh, meine Wirbelsäule! Verstanden, ihr beiden? Wenn die Yoshis einen Leckerbissen bekommen, dann legen sie angeblich Neon-Eier. Im Theater befinden sich 7 hungrige Yoshis. Findet Leckerbissen und gebt sie den Yoshis zu essen. Ihr bekommt Neon-Eier und die Yoshis werden satt. Ist doch wirklich eine tolle Sache. Oder einfach nicht. Hauna, tiefsinnig und großzügig seid ihr ja schon seit eh und je, aber dann... Ihr seid doch ein wahrer Kenner der Herzen der Yoshis. Geht ja nicht so wild rum, im Raum, ihr Penner. Dank dem erhabenen Nichtsnutze. Und dann macht euch auf die Suche nach den Neoneiern und bringt sie so schnell wie möglich her. Ihr Pisser. Übrigens, in diesem Theater gibt es doch noch jemanden, der sich mit Neoneiern gut auskennt. Er weiß, was die Yoshis essen müssen, um Neoneier zu legen und wo man das entsprechende Futter findet. Vielleicht solltet ihr zunächst mit dieser Person reden. Also. Bald soll dieses Kino fertig sein. Der Besitzer soll es so gebaut haben, dass auch Yoshis kommen können. Boah. Weil viele Bodenländer schon von Yoshis gehört haben, aber kaum jemand sie vom Sehen kennt. Dieses Kino wird bestimmt ein Hit. Boah. Na, ist einer. Boah. Das ist also ein Kino. Was steht da? Wahnsinn. Der Actionfiller Mario und Luigi demnächst hier? Und wann? Ich kann es kaum erwarten. Das ist ein Live-Action-Film, ja. Das stimmt sogar. Ja. Was? Wenn dieser Aufsteller fertig ist, ist das Yoshi-Theater voll. Das wird eine Freude. Wenn das Theater fertig ist, wird auch die Wand am Eingang glänzen. Oh, so viele Gesichter. Das ist irgendwie creepy. Meine Gesichter. Herr Bonnell, der dieses Theater gebaut hat, soll ja wahnsinnig reich sein. Aber was heißt eigentlich reich? Heißt das, dass man viel Obst hat? Na, so ähnlich. Ich habe Hunger. Ich will Obst. Ja, keine Sorge, machen wir schon. Ich habe Hunger, ich will auch Obst. Nur da was es da gibt. Man sagt, Herr Bonnell hat zu Hause mehr als 30.000 hölzerne Nussknacker. Was ist wohl lustig daran, so viele Nussknacker zu haben? Die Hobbys der Reichen sind wirklich seltsam. Das muss ich sogar sagen. Hier. Kirby Story. What? Kirby Story, Wario. Mario und Luigi, Legend of Stuffy? Ich dachte, der ist nur in Japan erschienen. Ich habe Hunger, ich will auch Obst. Ich habe Hunger, ich will Obst. Ziemlich dunkel hier. Was macht man wohl in einem Kino? So, wir bauen hier ein Kino für Yoshis, die überhaupt keine Ahnung haben, oder überhaupt ist. Ja. Die Sitze sehen zwar sehr weich und bequem aus, aber wir können da nicht sitzen. Der Schwanz ist im Weg. Ja, das kenne ich. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Yoshis mit ihren langen Schwänzen? Ich habe Hunger. Gib mir Obst. Ich habe auch Hunger. Ich will auch Obst. Ich will Fleisch. Es gibt also wirklich Yoshi. Das ist das erste Mal, dass ich Yoshi sehe. Faszinierend. Wenn das meine Freundin sehen könnte.
Was für ein Schwätzer. Was? Ihr wisst doch genau, was ich sagen werde. Büros Fleisch. Wahrlich, ich bin Dr. Gelbsamen, der Architekt, der dieses Theater konstruiert hat. Gelbsamen? Warum bist du nicht gelb? Und wahrlich, ich bin der Bruder des intellektuellsten Intellektuellen von Bohnenburg. Hi, ja, genau, wir brauchen mal hier, was, wie, wo, what? Was? Die Neoneier? Ja. Ihr habt erkannt, dass ich ein Neoneier-Fetischist bin? Dabei war ich doch sehr geheim. War das doch sehr geheim? Genau. Genau. Mal bin ich Architekt. Mal Bruder eines Intellektuellen. Im Kern jedoch. Neoneier finde ich wunderbar. Wunderbar. Fürwahr. Du bist creepy. Ich sag uns einfach, wo wir das Obst finden. Was, um Neoneier zu legen, muss die Yoshis vorher etwas essen? Dann können nur die Obstbohnen gemeint sein. Das ist ein Obst, das im Boden von Bohnenland wächst und gedeiht. Wenn ihr Obstbohnen erntet und dann diese Obstbohnen an die Yoshis verfuttert, dann also der prächtige Neoneier von den Yoshis. Der kackt dann einfach aus. Aber ehrlich gesagt, Obstbohnen habe ich noch nie gefunden in diesem Land. Aha. Jedoch, eines der Ergebnisse meiner bisherigen Forschung ist, die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben, Karte. Ich habe sie schon. In meinem Kopf. Na, gib her. Was, ihr wollt Obstbohnen finden und Yoshis damit füttern? Unglaublich. Na gut, dann lüften wir das Geheimnis. Die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben, Karte, soll euch gehören. Ich werde ganz einfach auf eure Karte die entsprechenden Stellen markieren. Jawohl. Okay, und jetzt pass auf. Da sind sie. Da müssen wir jetzt hin. An den markierten Stellen gibt es Orte, die von Stein oder Gras umgeben sind. An solchen Stellen sollten Obstbohnen im Boden vergraben sein. Um die Obstbohnen an der Oberfläche zu holen, grabt euch in den Boden ein und kommt wieder nach oben. So muss es funktionieren. Viel Erfolg. Tauscht mir bitte den Platz. Ich muss sehr oft hier den Hammer spüren. Ja. Moment mal, du stehst doch darauf. Ja. Ja. Das ist hier. Das ist ja einfach nur hier die wahre Knechterei hier. Ja. Dann fangen wir mal an. Wir müssen ja nur im Kreis laufen eigentlich, ne? Eigentlich ja. Okay, fangen wir im Westen an und graben uns dann und kommen dann im Osten wieder raus. Was denn da? Nee, es muss ja von Steinen umgeben sein. War das jetzt hier nochmal? Ist da Gruselding da in der Mitte? Nein, nicht das. Warte mal, sind die überhaupt richtig? Ist hier überhaupt eine? Ja, hier ist eine. Ah, hier! Einfach in der Mitte. Ja. Da! Du erhältst deine Obstbohne. Hätte man die theoretisch auch schon vorher irgendwie finden können? Hätte man tatsächlich. Und dann nicht gemacht. Ich kann mal. Da oben ist auch wieder was. Ja. Zweite Obstbohne. Und das ist genau das, was ich aufsparen wollte. Okay. Weil das einfach hier wieder etwas länger dauert. Okay, nochmal weiter nach Süden. Ja, es tun muss, um Sachen wieder zu holen, die eigentlich mehr oder weniger uns gehörten vorher. Ja, das ist schlimm. Links. Ja. Yeah, wir haben eine Obstbohne. Geht doch relativ schnell eigentlich. Da ist der. Da ist der.
hab sie gefunden. Dun, 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 dun. War eigentlich dieses Triforce, haben wir jetzt schon nachgeguckt? Ja. Also ich gucke mal eben, weil ich hab's eigentlich schon vergessen. Triumphforce. Ah, jeder Schaden verdoppelt sich. Ja. Das will ich nicht einsetzen, weil dadurch würde sich einfach auch der Schaden der Gegner verdoppeln. Aber auch mein eigener. Da ich ja sowieso schon so mega, mega Damage raushole, raushaue. Das brauch ich. Ich weiche ja alles von jedem aus. Ne. Ja, vor allen Dingen du. Vor allen Dingen du, mein Bruder. Ja, ich hätte mit dem Hammer gebrauchen können, wenn ich damit jedes Mal getroffen hätte. Also du meinst den Powergriff? Ja. Yay, Obstbohne. Cool, ist das nicht schön? Und mit Bärbart bin ich auch zufrieden. Wachst ja. Auf einmal so ein Riesenbart. Ja. Auf einmal du hast so ein Nest im Gesicht. Ja, du hast so ein Vogelnest im Gesicht. Ja. Meine Vögel greifen dann mit an. Deswegen war ich bei Schaden. Oh. Nein. Geh er weg. Geh er weg. Verpisse er sich. Verpifft er sich. Ja, verpifft euch. Okay, hier ist eine. Ich weiß mal mit dem wieder. Schalt ihn bitte aus. Ich schalte ihn aus. Danke. Stirb. Damit wir uns hier in Ruhe umgucken können. Dann hat man denn hier nirgendwo seine Ruhe. Oh. Das hast du gut gemacht. Hm. Oh, dieser Ring. Wo war hier dieser Ring? Ich glaube, er war hier. Wo war er denn? Scheiße, wo war er nochmal? Ja. Nein, gehe er weg. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen auf die Karte gucken, aber wir sind hier richtig. Ja, ist irgendwo. Irgendwo ist er ja. Irgendwo muss es ja sein. Ah, hier. Ups, falsche Taste. Da ist er auch. Hat es wehgetan? Ja. Es tut mir leid, mein Bruder. Waren wir hier schon? Ja, dann wir müssen da hin. Also. Oh. Ne, halt. Hier müssen wir gar nicht hin. Ups, Entschuldigung. Wir müssen hier hin. Wir wollen mal noch was. Der Ring. Hier müssen wir hin. Eine Ring. Oh Gott. So, weg. Hä? Wie hochfliegen? Wie mich angreifen? Wie Gegner besiegen? Wie jetzt schon sterben? Ja. Spring hoch. Warum? Ja. Hatte ich keine Sorgen, ich weiß, was ich tue. Ups. Geh durch. Was? Da ist die letzte Obstbohne. Nein. Das ist der neue Kämpfer für Super Smash Bros. Hast du es gesehen? Wie gegessen. Raus, Alter. Was? Moin, fertig. Kann es wagen. Das ist ein Piranha Bini. Toll. Boah. Hast du das gesehen? Er hatte da irgendwas rausgewürcht. Oh, was? Oh, du kannst dich auf ihn sprengen. Ich dachte. Also Koopa oder so gefuttert, oder? Nee, es ist was anderes. Autsch. Da bin ich so viel abgezogen, wie ich dachte. Supasch. Skittisch. Mann, fertig. Man
Warum kann ich die Feuerbälle nicht einfach zurückschlagen, so wie deine? Hab doch keine Ahnung. Ja. Vor der Mini-Boss kam. Nee. Er ist noch nicht mal wirklich ein Gegner. Er ist noch nicht mal schwer. Er hält aber so viel aus. Ja, er hält echt. Also, das muss ich sagen. Er hält wirklich viel mehr aus, als ich dachte. Weil normalerweise ist er relativ leicht. Siehst du, er ist down. Wir haben ja Blues. Du hast einen Orden bekommen. Na ja, jetzt guck mal hin, wer es ist. Hast du gesehen, wer es war? Nee. Da. Was? Ja, Mr. Fabulous Typ. Warum ist denn der so winzig? Hey, Luigi. Du hast es, der mir aus der Patsche geholfen hat. Vielen Dank. Meine Güte, Luigi. Du bist ja so riesig geworden. Beep, beep. Ruhe da draußen. Achso, hatte gar nicht gemerkt, dass ich kleiner geworden bin. Sag mal, Luigi, hast du nicht irgendwie eine Idee, wie ich wieder zu meinen alten Größen zurückfinde? Ich hole mich. Schau dich mit dem Hammer. Ja. Sowas kannst du? Das sage ich. Da sage ich Hose runter. Wir sagen Hut ab. Was? Nein, bitte lass die Hose an. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. Los, hau ihn! Hau ihn! Drück A. Oh. Oh! Jetzt, wo ich wieder normal bin, verstrahle ich im alten Glanz. Oh ja. Ich verstrahle, ja. Ja. Luigi, danke. Zum Dank für meine Rettung sollst du das hier haben. Das habe ich eben in dem Piranha-Bini gefunden. Ja, für dich. Das ist eine Obstbohne voller Magensäfte. Nun, da ich wieder meine alte Gestalt habe, will ich nicht mehr hier verweilen. Tata. Die nächste Sternmulde wird mein sein. Grüß mir bitte auch den Amigo mit der roten Mütze. Ah! Glitzer. Treffen wir uns wieder, wenn wir alle Teile der Sternmulde haben. Ja. Mein Bruder, was ist da passiert? Etwas merkwürdig, da war so ein kleiner Zwerg, den habe ich mit dem Hammer gehauen. Echt jetzt? Echt jetzt? Und da war so eine Piranha-Pflanze. Was ist dann passiert? Ist doch egal, guck dir das Video an. Okay. Ja, wir haben 28 Minuten. Wow, 28 Minuten, das heißt also im nächsten Part holen wir uns die Sternbohne, aber ich möchte mir erstmal eben den Ohren ansehen. Na hier, HP-Erholung bei jedem... Bei jedem Erfolg und bei Erfolg mit dem Hammer. Mann! Nee, brauche ich nicht. Wirklich auch nicht. Na gut, okay, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part vor dem Yoshi-Theater wieder. Na, bis dann und ciao. Bye, bye. Oh,